Ja, mein Name ist Gerd Cordes. Meine Eltern leiten hier den Betrieb in der dritten Generation. Ich wäre die vierte Generation, die den Betrieb dann irgendwann mal übernimmt. Wir sind hier seit 1915 in Oldenburg ansässig. Somit eine der ältesten Gärtnereien und Blumenfloristik-Fachgeschäfte, die Oldenburg zu bieten hat. Ja, und bieten eigentlich die volle Bandbreite an, was man mit Blumen und Pflanzen so machen kann. Angefangen mit Floristik, Trauerfloristik, Hochzeitsfloristik, Eventdekoration, Sträuße für die ganz normalen Tage, aber auch Gartenpflanzen, Dekorationsartikel, alles, was so dazugehört. Ja, viele Leute gehen ja davon aus, dass Gärtner ein alter Beruf ist, den junge Leute nicht mehr erlernen wollen, oder Florist ist genau das Gleiche, ist ein bisschen verälteter Beruf, Blumen und Pflanzen, ja, macht meine Oma, die findet das schön und so. Ja, und wir versuchen hier so ein bisschen den Schnitt hinzukriegen, das gute Alte der Blumen- und Pflanzenwelt mit den neuen Technologien irgendwie zu verbinden. Und daher haben wir jetzt angefangen, irgendwie unsere Informationen, die wir über die Pflanzen haben, die wir auf Plakate bringen, mit QR-Codes auszustatten, wo wir halt den Leuten Informationen anbieten, die über das normale Wissen, ja, einer normalen Person, eines Otto-Normalverbrauchers hinausgehen, und ja, damit sie sich mit weiteren Informationen über die Pflanze versorgen können. Und damit versuchen wir so diesen Spagat zwischen alter Pflanzenwelt und jüngerem Publikum hinzukriegen, um halt auch junge Leute für das Thema Blumen und Pflanze zu begeistern. Ja, ich liebe meinen Job als Gärtner, weil es echt Spaß macht zu sehen, wie man den Leuten mit kleinen Blumengeschenken dabei helfen kann, Emotionen zu vermitteln, zu überbringen, oder wie Leute mit Blumen anderen Leuten Freude machen können, dass ich sehen kann, dass ich mit Pflanzen, die für den Garten oder für den Balkon bestimmt sind, mir irgendwie meinen persönlichen Rückzugsraum gestalten kann, wo ich mich dann echt entspannen kann, zurücklegen kann und eine schöne Zeit haben kann. Gerade im Sommer jetzt, diese Sommerblumenzeit ist wirklich schön. Jeder bepflanzt irgendwie seinen Balkon, sei es mit Kräutern oder Gemüsepflanzen für die eigene Grillparty oder mit schönen bunten Blumen, um einfach nur so ein entspanntes Wochenende mit Freunden zu haben. Das macht schon richtig Spaß, dass man da die Möglichkeiten hat, voll kreativ zu sein, sich auszuleben, mit Farben spielen kann und ja, das Ganze sich eine persönliche Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.